Herr Kanzler, wir von unserer Abteilung haben eine grandiose Entdeckung gemacht. Voller Stolz darf ich Ihnen berichten, der Führer lebt. Bitte sind völlig abgedreht. Deutschen Wissenschaftlern der Peenemünder Raketenforschung gelang es in den letzten Kriegstagen als Nebenprodukt menschliche Energie in elektromagnetische Impulse zu verwandeln. Adolf Hitler und Eva Braun sind nach ihrer Hochzeit in das internationale Stromnetz eingespeist worden.